Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Mein Name ist Claudi, das ist Sammy und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich in unserer Welt. Heute haben wir das aktuelle Unboxing von der Tuff Cookie Box oder Tuff Cookie Box für euch. Sammy ist schon ganz aufgeregt, dann gähnt ihr immer. Und wenn du Bock drauf hast, mit uns zusammen mal reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist eine Box, das... eine Box für Hunde natürlich. Ja, genau. Und die liebe Linda, das ist die Inhaberin von der Box, hat hier auch tatsächlich ein Foto von ihrem Hund drauf, was ich immer unfassbar süß finde. Und ja, wir haben in dieser Box tatsächlich Leckerlis drin. Wir haben aber auch Spielzeuge mit dabei und sie erscheint monatlich und kostet, ich glaube, zwischen 25,99 und 39,99, je nachdem, ob man die Funbox wählt, ob man die Snackbox wählt, ob man einen großen Hund hat, ob man einen kleinen Hund hat. Also ne, schaut gerne in der Infobox vorbei, da habe ich euch das soweit mal reingeschrieben. Und genau, am Anfang, bevor man sich halt die Box holt, kann man dann halt den Namen von dem Hund eingeben und was für eine Rasse das ist, ob da Unverträglichkeiten sind oder so. Und man kann sich halt immer sicher sein, dass man in dieser Box auch halt Leckerlis oder Produkte für den Hund bekommt, die man bedenkenlos geben kann. Also da ist nichts mit Zucker oder Getreide mit dabei. Und deswegen finde ich die Box halt auch einfach deutlich hochwertiger als manch andere Box und auch ziemlich, ziemlich cool. Und ich freue mich jedes Mal, wenn Linda uns fragt, ne Sammy, ob wir nicht Lust haben, die Box zu abonnieren oder zugeschickt zu bekommen. Und oh mein Gott, der liegt da so niedlich und der ist immer so unfassbar artig, ne? Genau. Ich würde auch sagen, wir schauen doch einfach mal rein, was jetzt diesen Monat hier in der Box drin ist und lassen uns da einfach mal ein Stück weit überraschen. Achso, man bekommt, wenn man tatsächlich die Box das erste Mal abonniert, auch eine Willkommensbox. Das heißt, das ist so eine Specialbox, die man dann als erstes zugeschickt bekommt und man kann sich dann auch als erstes Mal, sag ich mal, ja, ein Goodie aussuchen, ne Sammy? Ein Smoothie von Smoothie Dog oder irgendwie so eine Leckerli-Tasche oder sowas. Das ne, habe ich euch auch mal eingeblendet und dann könnt ihr mal vorbeischauen. Finde ich ziemlich cool und ich glaube, der kleine Mann möchte das Fräuchchen auspackt. Kann das wohl sein? Ja, er atmet so schwer. So, hier haben wir dann einmal den ersten Blick in die Box und ja, ich glaube, Sammy darf das Unboxing jetzt einfach mal ganz von alleine machen. Und er so, nee. Okay, ich stelle die Box dann mal vor uns hin, Mausi. Und dann gucken wir einfach mal durch, oder? Was meinst du? Oh, das sieht aber echt schön aus. Guck mal. Als erstes haben wir hier drin... da ist aber lange was drin, ne? Canelo, das Original Hundecroissant. Knusprige Rippchen, einzeln von Hand ummantelt mit feinen Hautstreifen. Sammy, zieh dir das mal rein. Zwei Stück sind hier drin, frei von allen Zusätzen, knusprig und saftig, reicher Mineralien zur Zahnpflege und eine leckere Beschäftigung, 100% reine Natur. Das finde ich cool. Ja, und das ist halt das Positive, wenn du die Größe von deinem Hund mit angibst, wird halt auch entsprechend darauf geachtet, habe ich nicht irgendwo mal eine Schere gehabt, die liegt da hinten, herzlichen Glückwunsch, dass es auch Leckerlis sind, die für den Hund von der Größe her geeignet sind. Hiermit dann das Unboxing beendet, Sammy, wenn du das jetzt komplett bekommst. Willst du das haben? Traust du dich nicht? Willst du erstmal gucken, was sonst noch so kommt? Ja, weil das ist ein Knochen, da hast du ein bisschen länger was dran zu tun, ne? Es besteht Interesse. Möchtest du das später haben? Ich kann dir das auch einfach hier hinlegen. Oh, wer weiß, was noch so kommt, sag, ne? Ja. Du kannst da gerne... Oder möchtest du erst ein kleines haben, Mausi? So geil. Okay, wir haben hier auch noch Fleischstreifen Kaninchen, Einzelfuttermittel für Hunde von Bora. Ja, 100 Gramm sind hier drin enthalten. Und ja, das sind so einzelne Streifen. Ich glaube, das kann man jetzt auch mal eben so wegsnacken, ne? Wir haben es jetzt eigentlich gerade 18.28 Uhr, also perfekte Abendbrotzeit für Sammy tatsächlich. Deswegen... Ich glaube, das Abendbrot können wir uns heute einfach mal sparen. Ne? Da kannst du alles hier einfach mal dir gönnen. Ja, war gerade voll der Sabber. Auf dem Teppich gelandet ist. Und nochmal. Schmeckt dir das gut? Schon ein bisschen, ne? Ja, die sind auch wohl einfach zu kauen, weil das halt ne, getrocknetes Fleisch ist. Und dann ist es halt etwas, was man schnell wegsnacken kann. Wie, die macht die Tüte zu? Wie kann sie nur? Das finde ich tatsächlich sogar ein Stück weit besser so als kleiner Snack zwischendurch.
Das andere ist halt so eine Beschäftigung, also Sammy knabbert Ewigkeiten auf Knochen rum, ne? Also bis der mal Knochen durch hat, ja, da ist der schon einen Tag oder sogar zwei mit beschäftigt, aber er feiert es schon, ne? Also ich glaube, das liegt daran, dass wir jetzt hier halt in diesem Raum sind, ansonsten würde er sich das jetzt nehmen, damit auf seinen Teppich gehen oder nach draußen gehen oder so. Ja, jetzt lässt er erstmal kommen, was Frauchen hier noch zu bieten hat. Okay, von Felicita haben wir Fleischstreifen, nochmal Kaninchen, hatten wir eben schon. Sammy, kriegst du denn einen kleinen, kannst du dann hüpfen, hast du dich erschrocken? Hast du dich wohl erschrocken? Wo kommt die Hand auf einmal her? Ich krieg doch sonst keine Liebe. Ja, der arme Hund, ne, ist echt schlimm. Genau, das ist, über Buchenholz geräuchert, Ete Petite, man gönnt sich ja sonst nichts. Das kannst du auch für Katzen füttern, wenn du möchtest, steht hier extra drauf. Und 50 Gramm haben wir hier dran enthalten. Auch das ist so wieder verschließbar. Finde ich auch immer sehr praktisch, weil das sind sehr, sehr kleine Streifen, ne? Also das ist wirklich so ein kleiner Hops zwischendurch. Aber crunchy. Schmeckt dir das? Das ist noch ein kleinerer. Na, das macht coole Geräusche, ne? Noch eine? Ja. Ja? Vielleicht nachher noch das eine oder andere. Aber wir haben noch ein bisschen was in der Box mit drin, was wir uns natürlich noch angucken wollen. Da hast du auch ein bisschen länger was dran zu tun. Und ich glaube, die hattest du auch schon mal. Das ist Kamelkopfhaut von Pets Best. Natürliche Hundesnacks. Da habe ich nämlich selber mal eingekauft, nachdem ich die Tough Cookie Box geschickt bekommen habe. Ja, und habe da auch ziemlich viel bestellt. Da hat Sammy letztens auch Ochsenschwänze von gekriegt. 200 Gramm haben wir hier drin, 100% Kamel. Und da ist der wirklich sehr, sehr lange mit beschäftigt. Also das gebe ich dem und der ist da Stunden mit beschäftigt. Das lasse ich jetzt auch erstmal zu. Wäre das okay für dich, Sammy? Was siehst du da hinten? Manchmal guckt er so in die Ferne und ich denke mir, irgendwann sagt er, ich sehe tote Menschen. Das ist ganz crazy. Gerade wenn wir draußen so am Spielen sind, dann bleibt er abrupt stehen, guckt in die Ferne, hat so einen ganz verrückten Blick. Ja, es tut mir leid, dass ich so über dich rede, Sammy. Es tut mir sehr leid. Ja, ja, armer Mr. Baum. Ja, ja. Okay, das kriegst du wirklich dann mal später, ne? Finde ich so cool. Also, dass er später kriegen muss. Dann haben wir von Kausnack Held etwas drin. Und zwar Trainingstrops Ente und Banane. 100 Gramm haben wir hier drin enthalten. Und das ist luftgetrocknet. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu viel von gibt. Weil sowas ist natürlich dann auch sehr, sehr fettig. Ne? Sehr kalorienreich. Aber Sammy bewegt sich ja den Tag über. Das ist ja alles vollkommen in Ordnung. Ach, guck mal. Das sind so kleine Tröpfe. Willst du zuerst mal reingucken? Meinst du, die Zunge ist lang genug? Ich glaube nicht. Das sind wirklich so kleine Tröpfchen und die kannst du so mal zwischendurch geben. Ich mache das auch ganz gerne. Ich gebe Sammy ja, wie die Hand ist leer, wenn wir abends ins Bett gehen. Dann kriegt er ja noch einen Betthupferl. Bei Frauchen kriegt ein Betthupferl, Härchen kriegt ein Betthupferl. Warum er denn nicht auch, ne? Ja, deswegen. Mit deiner kleinen süßen Zunge immer, ne? Hier, Danke. Danke für die Sabber, die war inklusive, ne? Genau, und hier kannst du dann einfach dieses Ding einfach wieder drum zumachen. Ich wollte jetzt mal nicht Vieh sagen, ne? Das Moped. Und dann kann man das wieder... Wie, die macht das zu? Das muss man doch aufmachen. Er kann das nicht fassen, ne? Dass man das einfach so wieder zumacht. Ich habe übrigens perfekt heute Weihnachtssöckchen an. Hast du gerade entziehen lassen? Ich weiß nicht. Also, ne? Eine Freundin hat mir das letztens geschrieben, da hat es Sammy wirklich in meinem Video einfahren lassen. Ich hatte auch gesagt, wie ist Sammy, ne? Und sie sagte, dass ich da mich selber irgendwie aus der Affäre ziehen wollte. Nein, tatsächlich nicht. Hier habe ich von Fleischleckerli für Hunde, von Tails and Tails, Pferd voll drauf ab, 100% Pferd. 100% natürlich in Island hergestellt. Hier hat man hier oben so dieses Öffnungsvieh, ne? Riecht das gut? Von außen wahrscheinlich, ne? So, mache ich das so zur Seite. Hier kann man das aufmachen, oder? Oh. Ja, ich muss das erstmal irgendwie aufkriegen, Mausi. Geht nicht. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Willst du mir helfen? Meinst du mit Schnüffeln? Nee. Ich krieg das nicht auf. Hä? Ja, kennt ihr das? Kindersicherung? Kindersicherungen sind auch immer Claudia-Sicherungen, das sage ich euch. Kriege ich nicht auf. So.
nicht immer erst rabiat werden muss, ne? Ja, hilft uns das jetzt hier? Doch. Ach so. Ach, das war schon so. Ja, es war die ganze Zeit offen, Leute. Okay. Das sind wieder so kleine Würfelchen. Die scheinen auch wohl ganz gut zu schmecken. Ne? Die werden ja eingeatmet hier. Wow, aufgelatscht. Genau, hol's dir schnell. Gut gemacht. Dafür kriegst du noch ein Leckerli. Möchtest du noch ein Leckerli? Möchtest du die ganze Tüte haben? Weiß ich nicht. Fährst du da voll drauf ab? Du hast zwei auf einmal gekriegt. Ich liebe es, wenn er quasi Leckerlis kriegt und dann dabei wedelt. Das ist so niedlich. Dann freut er sich. Freust du dich? Ja. So. Gut, Mausi. Einen haben wir hier noch drin, aber das kannst du, glaube ich, nicht direkt bekommen, weil das so flüssig aussieht. Hey. Wir haben jetzt hier kein Spielzeug mit dabei, sondern das ist quasi eher so eine Art Tool quasi. Ja, du hast ja noch deine Kaustange. Kau da drauf rum. Omega Boost Skin and Health Excellent von Holland Animal Care. Mhm. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was das ist. Das müssen wir noch herausfinden. Omega Boost ist eine Mischung aus selektierten pflanzlichen Ölen, 98%, und enthält alle essentiellen Fettsäuren Omega 6 und Omega 3 für den täglichen Bedarf. Omega Boost zur Unterstützung der Wiederherstellung der Haut, aha, und zur Erhaltung eines glänzenden Fells. Das ist per se ganz geil. Also Sammy hatte bis vor kurzem, Gott sei Dank hat er es nicht mehr, eine Wunde an seiner Pfote. Und die haben wir immer ganz gut verarztet und das hat ganz gut funktioniert. Also jetzt gerade auch, wenn die kalte Jahreszeit kommt, dann wird ja auch viel, ja ciao, so mit Salz und so gearbeitet, ne? Ja, bedien dich, ist kein Thema. Die Sachen stehen hier offen rum, ne? Ja. Sucht sich hier sein Abendbrot zusammen. Mausi, willst du nicht wieder hier hinkommen? Nicht? Okay. Und ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ich hab's vergessen. Ich habe den Faden verloren. Genau. Salz, Pfoten, nicht gut. Müsst ihr aufpassen, weil wenn dieses ganze Streusalz liegt und so, das greift natürlich die Pfoten an. Und ja, deswegen wollte ich das nur mal so gesagt haben, aber da gibt es ja auch Pfotenfett und so. Ich weiß gar nicht, wie man das dann, Ergänzungsfuttermittel für Hunde, ist ideal während des Fellwechsels. Also dieser Hund ist hart am Haaren, fördert die Darmwirkung und wirkt sich positiv auf das Herz aus. Da fehlt ein Wort. Unterstützt die Besserung nach Krankheit oder Operation, hatte der jetzt nicht, unterstützt die allgemeine körperliche Gesundheit. Das ist schön. Da weiß ich jetzt nur nicht, Dosierungsempfehlung wäre vielleicht mal ganz gut, ne? 5 bis 10 Milliliter pro Tag. Okay, das kann man dann quasi ins Futter mit reinmischen, wa? Was meinst du, Mausi? Ja, mit dem Futter mischen, hier steht's auch. Ja, cool. Dann kriegst du jetzt bald mal Omega. Omega Boost. Finde ich cool. Nee, also das war jetzt auf jeden Fall die Box. Er scheint nicht so hundertprozentig angetan zu sein von diesem Teil, aber ich werde euch mal mit einblenden. Der wird das safe gleich mit rausgenommen haben und dann da seine Freude mit haben. Ich persönlich fand diese Box nicht so gut wie letztes Mal, bin ich ehrlich. Ich fand die letzten Monate besser. Trotzdem finde ich aber dieses Teil sehr, sehr praktisch. Also das werden wir auch verwenden. Denn dieses Ganze mit dem Fellwechsel, ich weiß nicht, ich habe den eben noch gebürstet, aber wenn ich jetzt hier einfach mal so reingreife, habe ich direkt ein bisschen Haare. Ne? Das ist hart bei Sammy. Also wirklich hart. Aber ja, der hat das ganze Jahr über und jetzt gerade halt nochmal immens mehr. Und ja, also für Sammy ist es eine schöne Box. Auf jeden Fall. Es ist eine schöne Alternative zu anderen Hundesnacks, finde ich, weil du hier auch diese ganze natürliche Geschichte mit dabei hast. Und wie gesagt, ich habe auch schon das eine oder andere davon nachgekauft und ich finde es immer wieder cool. Sammy findet das auch offensichtlich cool und genießt es immer, wenn er die Box bekommt, der Kleine hier. Prinz Herrlich mit seinen kleinen niedlichen Hündchen. Und ja, das war es dann auch schon von uns. Vielen, vielen Dank an die liebe Linda für die Zusendung der Box. Ich habe schon gesehen, dass die Dezemberbox auch schon zu uns unterwegs ist. Und es gibt auch noch eine Weihnachtsbox. Also schaut gerne mal bei ihr im Shop vorbei. Tobt euch da mal aus und ich finde es da sehr, sehr liebevoll gestaltet. Ihr habt da auch sogar die Möglichkeit, so einen Futterberater zu bekommen. Das ist so ein Formular, ne, was dann wirklich individuell ausgestellt worden ist und so. Und das finde ich einfach, da sitzt eine Frau, die hat ein fundiertes Wissen, ne? Und das finde ich einfach geil. Und deswegen genießen wir das auch, ne? Ja. Da
dann lassen wir den kleinen Mann mal in Ruhe essen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Sammy-Videos. Hier unten mein neuesten Upload, da unten irgendwo. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!